Hallo und herzlich willkommen. Folge. Der Tag beginnt katastrophal, ehrlich. Gestern Abend ist mir ja, oder am Ende der letzten Folge, ist mir ja mein Dreiachser, ist ein Magnetventil kaputt gegangen. Die Fernbedienung hat nicht mehr funktioniert. Und das machen die Jungs jetzt heute Morgen. Jetzt habe ich meinen Vierachser aufgesattelt heute Morgen. Und an einer Achse war die Bremse zu. Jetzt haben wir 20 nach 7. Das haben jetzt die Jungs aus der Werkstatt auch noch schnell gemacht. Angehängt. Echt, wenn der Tag so losgeht. Meine Bolze zugemacht. Ich weiß nicht mehr, wo ich war, aber wie gesagt, heute Morgen ein Tag zum Mitlaufen. Habe ich da nicht aufgesetzt eben. Ich bin hier rausgefahren und bin hier rechts über einen kleinen Schuttwall. So sehen wir nichts. Ne? Was die Kamera hier drin, hier ist eine Sicherheitsperson von der Bahn. Jo. Ich drehe sie etwas zur Seite. Ich hoffe, dass das klappt so. Oh, das geht. So. Thank you.
Deswegen geben wir jetzt erst eine Löffelrunde. Spiegel im Weg, ne? Ah ja. Zwei mittags. Bin hier beziehungsweise ich war zu Hause, habe den Teleskoplader runtergeschmissen, habe uns einen unserer alten in Anführungszeichen Radwagen, ein A904. Sorry, da war der Akku leer. Hab verschwind. Jetzt den Radbagger, der hier links steht, ja, ist doch gut. Der Radbagger, der hier steht, den habe ich jetzt hier abgeladen. Und der 934, der hier steht, den nehme ich mit. Muss aber erstmal gucken, dass ich hier vorne im
Koffer, dass ich meine beiden Löffel drauf bekomme. We'll be right back.
habe jetzt hier eine Ewigkeit versucht, den Arm mit Löffel dran abzulegen, so abzulegen, dass auch nichts kaputt geht. Das hat nicht geklappt. Ich habe dann den Löffel dann auch noch, beziehungsweise nicht auch noch, sondern ich habe den Löffel dann vor in Richtung Zugmaschine gelegt. Das hat dann gepasst. Den 934, den habe ich dann hochgefahren nach Seppach auf dem Heuberg. Thank you.
nach 10. War heute Morgen war ich mit meinem Kollegen. Entschuldigung. War heute Morgen mit meinem Kollegen mit dem Hängerzug unterwegs, habe bei dem schnell in Kaiserslautern einen Bagger getauscht mit dem. Jetzt bin ich hier, sitze wieder in meinem Fahrzeug, hupe sinnlos darum. Jetzt fahre ich runter erst wieder runter nach Wiesbaden auf die Deponie. Dort steht ein R946 von uns. Den lade ich dort und der geht rüber nach Hanau. So, 11.30 Uhr. Ich bin jetzt hier da. Okay. Ja, alles gut. Meine Ladestelle. Ich bin jetzt hier da. Aber gut. Musste eine Zeit lang noch warten, bis mein Kollege kam. Und dann haben wir jetzt schnell das Werkzeug von dem Bagger, einen Hammer, einen Pulverisierer und einen Löffel in den Container geladen. Und dann sind wir ran an den Bagger.
rüber und ca. 50 Meter hinter der Ampel ist meine Baustelle.
Halle mit den blauen Stützen und den drei Gruben, die reißen wir weg. Noch zu. So, hi. Zehn vor acht, ich habe meine Fahrerkarte schon draußen. Ab jetzt heute effektiv habe ich meinem Kollegen, der den ganzen Tag bei mir gewesen ist, dem habe ich heute Morgen geholfen mit dem Hängerzug und den Bagger tauschen. Und dann bin ich schnell nach Wiesbaden gefahren, habe dort geladen und bin rüber nach Hanau. Ich bin zu Hause, ich habe jetzt das Wochenende. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat trotzdem etwas Spaß gemacht, auch wenn wenige Lade- bzw. B- und Entlade-Szenen dabei waren. Würde mich auch sehr, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein kostenloses Abo freuen. Wenn ihr mir ein Abo da lasst oder einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Dürft auch gerne meine Videos, meinen Kanal oder so, darf auch gerne geteilt werden. Egal wo, habe ich gar kein Problem damit. Dann, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr mir wieder zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bleibt gesund, haut rein, habt Spaß, bis denn, ciao.